dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Ich darf euch alle begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag bei der Eintracht aus Frankfurt. Und Jürgen, da die Frage sowieso kommt, nehme ich sie mal vorweg, da sie nichts mit der Bundesliga zu tun hat. Wie hast du denn gestern die Champions League-Auslosung verfolgt und was denkst du über die Gruppe? Ja, vom Fernseher. Zu Hause habe ich mir angeguckt und ja, ich hatte irgendwie letzte Woche schon das Gefühl, dass wir Arsenal kriegen. Ich weiß nicht genau wieso, aber deshalb am Sonntag extra, mir Arsenal in der Premier League angeguckt, also auch im Fernsehen, und war beeindruckt davon, wie gut sie waren, weil es die ganze Zeit hieß, so große Probleme und irgendwie Arsène Wenger kriegt die Kohle nicht los und oder keine Spiele für das Geld. Und war echt beeindruckt davon, wie stark die waren. Ja, und dann war die Gruppe da und dann kam der Marseille dazu und da habe ich gedacht, ja, hat sich irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass wir da unter Umständen reinkommen. Gab, glaube ich, nur zwei Optionen. Und dann, wie alle anderen auch, habe ich gedacht, oh gut, aus Top 4 müsste jetzt nicht unbedingt Neapel kommen. Zack, da war schon Neapel dran. Da wurde das F schon in der Hand gehalten. Und ja, also ganz einfach, das ist, ich finde es für uns, wir werden wahrscheinlich die nächsten, also 3-4 Jahre in keine Gruppe als irgendwie haushoher Favorit gehen. Ja. Und wichtig ist mir auch, wir gehen aber auch in keine Gruppe mehr als haushoher eben Außenseiter. Und das ist eine Gruppe, wo tatsächlich alle 4 weiterkommen können. Die ist echt schwer, die Gruppe, die ist aber reizvoll, die Gruppe. Wir haben also so sportliche Revanche-Gedanken, natürlich gegen Arsenal, natürlich gegen Marseille. Also Marseille war ja mit das Schlimmste, was im Sportlichen in den letzten Jahren passiert ist, dort richtig gut zu spielen und dann 3-0 auf den Sack zu kriegen. Und hier hat man fast unser einziges Champions League-Spiel gewonnen, glaube ich, in der Saison. Zack, dann hat uns Valbuena nochmal ganz kurz reingehauen. Also da kann man schon noch ein bisschen was draus stricken aus dieser Konstellation. Und Neapel war ich einmal, als ich mit der Fähre nach Ischia rüber bin. Also das fand ich jetzt auch dann ist zumindest so örtlich reizvoll und natürlich hochemotional. Und es ist, wie es immer ist, lieber eine schwere Gruppe mit der richtigen Einstellung als eine leichte Gruppe mit der falschen Einstellung. So. Und ich wüsste, hätte keine Gruppe gefunden, wo ich jetzt gedacht hätte, yippie, konzentrieren wir uns erst wieder ab Viertelfinale drauf. Alles andere haben wir schon gesagt, das war einfach nicht dabei. Die Champions League ist, wie es ist. Ich freue mich auf die Spiele. Ich bin froh, dass jetzt ausgelost ist, dass wir jetzt wissen, gegen wen wir kommen. Jetzt können wir anfangen, die Gegner zu beobachten. Alles gut. Eure Fragen bitte an den Trainer. Martin Faye in der zweiten Reihe. Martin Faye in der zweiten Reihe. Gut greift. Stark, hervorragend. Die Frage von Leon Geibel dreht sich auch nochmal um die Champions League. Der schreibt, ich habe mir nach der Auslosung spontan mit meinen Kumpels erstmal ein paar Lager, Spaghetti Napoli und Croissants reingezogen. Was haben Sie nach der Auslosung gemacht? Ich bin ins Telefon gegangen, weil Sascha mich angerufen hat und gesagt hat, was sagst du denn zu der Auslosung? Ja, habe nichts gesoffen, nichts gegessen. Was war das andere? Lager? Spaghetti? Ah, Croissant. Oh. In dieser Kombination Spaghetti mit Croissant. Da muss er mal drüber nachdenken. Aber ja, wie gesagt. Also ich bin, weiß nicht genau, ich habe bei so einer Auslosung nicht das Gefühl, ich habe da keine Wünsche. Das war, wenn ich sie dann mal habe, so ganz klein, nur so kurz Formel, dann gehen sie direkt auch nicht in Erfüllung. Also wo ich gedacht habe, Neapel müsste ich sagen, ach, da sind sie schon. So, also deshalb ist wirklich alles okay. Wer Lust hat, glaube ich, dass es an dem Ort, an dem Diego Maradona seine größten Erfolge gefeiert hat, da kann man schon mal Fußball geguckt haben, finde ich, und auch Fußball gespielt haben. Und Neapolitaner wird ja durchaus gesagt, dass sie ein bisschen heißblütiger sind. Das passt eigentlich beim Fußball, also irgendwie auch ganz gut dazu. Ich glaube, Marseille war damals eine Baustelle bis ins Stadion. Das könnte wahrscheinlich ein Stück weiter sein, hoffe ich. Dass sie jetzt nicht einmal 2 Jahre gewartet haben, bis wir kommen, um die Tribüne nochmal zu sperren. Und London ist immer eine Reise wert und bisher sind wir da doch einigermaßen mit nicht so wahnsinnig vielen Punkten generell heimgekommen, egal gegen wen wir da gespielt haben, sollten wir ändern. Ja, England haben wir schon mal einen Punkt mitgenommen, in London noch nicht. Müssen wir also absolut auch nochmal überdenken, das Ganze. Matthias Dersch.
Zwei Fragen. Die erste Frage, wie sieht es personell aus? Gibt es irgendwas, was wir wissen müssten? Zweite Frage, Julian Schieber hat jetzt im Testspiel, ohne das überzubewerten, glaube ich, eine ganz ordentliche Leistung gezeigt, getroffen, Tore vorbereitet, ein paar Abseitstore gemacht. Wie wichtig war dieses kleine Erfolgserlebnis für ihn? Teil 1 der Frage, personell. Mitchell Lengerick hat ein paar Probleme. Heute Morgen kam die SMS von Doc, Mitch ist wieder im Kader und voll einsatzfähig. Marco hatte ein bisschen die Prellung, deswegen haben wir da nicht spielen lassen. Müsste aber auch wieder gehen. Gestern war hauptsächlich Regeneration. Marco hat ein bisschen mehr gemacht, logischerweise, aber hauptsächlich läuferisch. Ja, sollte heute auch wieder trainieren können. Sonst Ilkay kann noch nicht. Das ist auch nicht neu. Pischu auch nicht. Bitte? Erik Dom. Erik kann wieder. Erik, genau. Erik haben wir auch draus, aber der hat ein bisschen muskulär, also hat eine kleine Zerrung, das geht aber schon wieder. Hat sich bei der Vertragsunterschrift gezerrt. Ja. Ich bin im Oberarm hier. Aber nee, geht auch wieder. Was haben wir noch? Das war's, glaube ich. Also das ist, ja, ansonsten können wir in diesem Moment aus dem Rest, zumindest aus dem Vollen schöpfen. Für Julian, ja klar, war das gut. Es war, auch wenn du natürlich vollkommen zu Recht hast, man muss das nicht überbewerten, war es trotzdem das beste Spiel, das er seit langem gemacht hat. Ich bin mit Julian ja komplett im Gespräch und wenn er so gut in den Vorbereitungsspielen gespielt hätte, wie er trainiert hat, dann wäre auch wäre auch immer Kader gewesen. Das war jetzt nun mal halt nicht so. War ja auch zu erkennen, ich konnte da nicht die ganz große Sicherheit entwickeln. Hat sich aber in den letzten 3 Wochen einfach... Julian ist ein super Typ, er hat sich sowieso gut verhalten, aber hat auch im Training sich richtig gezeigt und echt einen Schritt wieder nach vorne gemacht und hat zu Sicherheit zurückgefunden. Und es geht halt darum, dass wir dafür sorgen, dass er all die Dinge, die er so richtig drauf hat, dass wir die nicht nur im Training sehen, sondern dass sie im Spiel auch am Platz kommen. Und dafür war es natürlich ein richtig guter Schritt jetzt. Er tatsächlich, bin mir nicht mal sicher, ob das immer abseits war. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so kritisch wäre, sondern ich fand, einmal war es relativ deutlich keins, wo er das Tor macht. Dann wären es 3 gewesen, das macht man jetzt auch nicht einfach mal so. Also das ist tatsächlich eine gute Entwicklung und wenn jetzt irgendwie nichts passiert, wird er auch im Kader sein. Klar, Marvin Ducksch ist, da was im Offensivbereich geht, ein Riesentalent, aber braucht eben auch Spielpraxis und deswegen haben wir ihn jetzt auch heute mit nach Chemnitz geschickt. War das ein Stichwort für dich, Christian, deine Heimat? Möchtest du eine Frage stellen? Ja? Karl-Marx-Stadt. Zu wem? Zum Gerd Schädlich. Ach so, okay. Möchtest Boris Ruppert. Ah, schade. Jürgen, das letzte Spiel in Frankfurt war ja eine Riesensache, die kein Verlierer verdient gehabt hatte. Am besten 2 Sieger. Welche Erinnerungen hast du an dieses Spiel, an dieses 3:3? Und glaubst du, dass das erneut so eine rasante Fahrt wird am Sonntag? Erstmal so, dass ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich über das Spiel nachdenke, wir hätten es verloren. Jedes Mal wieder aufs Neue davon überzeugen, dass wir es nicht verloren haben, sondern unentschieden gespielt haben, aber es war irgendwie, an dem Tag hat sich so angefühlt. So, muss allerdings sagen, dass die Eintracht an dem Tag ein super Spiel gemacht hat. Und vor allem in Phase kurz nach der Halbzeit, glaube ich, ging auf einmal so richtig die Post ab. Ich habe Eintracht Frankfurt, ansonsten hat es gar keine Bewandtnis. Also, wie man da irgendwann mal gespielt hat, um Himmels Willen, wenn man da alle Ergebnisse immer mit ins Boot nehmen würde, die irgendwann mal stattgefunden haben. Wir sind heute anders drauf, Eintracht ist anders drauf. Was nicht zwingend bedeutet schlechter, sondern einfach nur anders. Und ich habe gestern Abend Eintracht Frankfurt gesehen. Oder jetzt schon 3-mal gesehen in der Saison. Und das ist einfach jetzt wieder stabil. Spielen guten Fußball, ist immer noch dieses. Das Umschaltspiel, wenn der Raum dazu da ist, sind sie in dem Bereich einfach gut und deswegen wissen wir, dass das wirklich einfach ein schweres Auswärtsspiel wird. Wir werden nicht nur gegen Eintracht Frankfurt spielen, sondern auch noch gegen eine riesengroße Euphorie antreten. Ich glaube, das war wirklich die positivste Stimmung seit ewigen Zeiten jetzt nach dieser Qualifikation. Das war sogar für jemanden, der jetzt ja nicht als Frankfurt-Fan bekannt ist, aber ein schönes Bild, weil es einfach cool ist, noch so ein paar Jahren dann den Verein da zurückkehren zu sehen auf die internationale Bühne. Das Spiel gestern aber nicht leicht. Ja, das
ich würde mal sagen, Karabach hat eingekauft, seit wir gegen sie gespielt haben. Also ein paar Jungs noch da, aber die Brasilianer waren, glaube ich, meine ich noch nicht da, als wir gegen sie gespielt haben. So, und dementsprechend, sie mussten sich wehren, also das war auch intensiv, aber sie werden mit einer großen, von einer großen Euphorie getragen, zumindest in die Anfangsphase des Spiels gehen am Sonntag, und wir müssen dafür sorgen, dass das dann dabei auch bleibt. Wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Ambitionen eben auch für dieses Auswärtsspiel, und die beinhaltet eben auch ein Ergebnis, das uns Punkte beschert, und so müssen wir da auftreten. Christian. Ja, heute ist ja auch mal wieder die Nationalelf nominiert worden für die zwei Quali-Spiele. Hat es dich überrascht, dass Roman mal wieder nicht dabei ist, obwohl ja zuletzt Signale kamen, dass er vielleicht eine Chance hätte? Nein, ich hat mich nicht überrascht, weil Jogi Löw mich angerufen hat, bevor ihr erfahren habt. Dadurch wusste ich, da ich ihm zugehört habe, war ich dann nicht überrascht, dass er im Dritt schon. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich sag mal so, ich über alle Dinge, die diesbezüglich der Gedankenspiele informiert bin. Also, und das dann den entsprechenden Personen auch so weitergeben kann. Aber nichts davon ist, hätte ich mich bei echt verplappert, weil jetzt, aber ich darf hier gar nicht ich sagen, das würde mich ja andere Leute sagen. Ja, also dementsprechend, es ist kompliziert, siehst du, jetzt guckt er komisch. Ja, aber ich konnte mir gerade selber nicht mehr folgen, also dementsprechend. alles ist gut. Ja? Und ich habe mitgekriegt, ich war nicht überrascht, dass Roman nicht nominiert wurde. So. Muss ja keine Entscheidung für die Ewigkeit sein, Christian. Wenn du jetzt morgen verwirrt klingst in der Zeitung, dann kann ich dir nicht mal übel nehmen. Bin mal gespannt, was du daraus machst. Wortlaut. Und in die Überschrift. Matthias, nochmal bitte. Ihr habt jetzt Pokal eingeschlossen, viermal gegen Mannschaften gespielt, die sich vornehmlich weit hinten reingestellt haben. Erwartest du, dass Frankfurt ein bisschen anders auftreten wird? Also, dass das Wilhelmshaven tut, war klar. Hängt ein bisschen davon ab. Also, ja, ich glaube es nicht, dass so passiert, weil es ist ein Auswärtsspiel. In Augsburg war es übrigens auch nicht in dem Maße so, sondern die anderen beiden waren Heimspiele, und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, was wir so auf den Platz bringen. Ich glaube, jeweils hätten wir mehr Raum gelassen, wären die Mannschaften offensiver geworden. Ich erwarte kein ähnliches Spiel. Ich erwarte ein intensives Spiel, weil es ich glaube schon, dass die Eintracht auch, ich habe unglaublich viele Möglichkeiten. Also Frankfurt ist echt eine Entwicklung genommen. Ich habe gestern ja auch, wie gesagt, das Spiel geguckt, und dann, also der ein oder andere angeschlagen oder durfte nicht spielen, wie eben Neuzugang wie Cutlets oder auch Lakic, und dann spielt Rode mal kurz auf der 10, und die Doppel-6 ist dann Flum und Schwegler, und draußen sitzt Rosendahl und so. Das ist, hat schon richtig Qualität, ja, die da auch reinkommt, und dementsprechend ist es einfach so, dass wir damit rechnen müssen, dass es auch einen Gegner gibt, der in den entsprechenden Räumen intensivste Zweikämpfe führen wird. Und der Standardsituation gut. Ich weiß nicht genau, ob es irgendeine Nachricht gibt. Alex Meyer musste ja gestern Abend raus, dass er nichts hat. Also. Ja, was hat er denn? Und das ist fraglich. Aber nicht ausgeschlossen. Aber nicht ausgeschlossen, dass er was hat. Weiß keiner hier, was Alex Meyer hat? Da hab ich zwei von. Deswegen ist er ja fraglich, immer nicht ausgeschlossen. Ja, der Herr Schäuble, für die Leute, die ihn nicht hören, der Herr Schäuble von Sky hat gesagt, Alex Meyer hat einen Oberschenkel. Der Hut ab, ey. Da sind sie ganz nah dran. Ja, gut. So, dann bei Standardschlag musst einfach auf ganz viele Dinge aufpassen. Eigenes extrem geradlinig, Inui, ja, Wieselflink, Rode sehr dynamisch, Schwegler, spielintelligenter Kerl, und Flum einfach ein kompletter Fußballer. Wenn sie so spielen, und das ist ja dann schon mal unangenehm genug. Cutlets haben wir auch mehrmals gesehen, weil er auf dem Markt war. Ja, und das ist ein richtig guter Spieler, den Frankfurt da geholt hat, mit richtig Tempo in den Aktionen. Ja, das ist Bundesliga.
Wir fahren da nicht hin und haben irgendeinen Vorteil. Jeden Vorteil, den wir haben wollen, den müssen wir uns erarbeiten. Und da wir schon mal da sind und nichts anderes zu tun haben, versuchen wir das halt auch zu machen. Ja, eine Frage vom Kamerapodest. In der Zwischenzeit kann ich mal, ist Kevin Prince Boateng wirklich zu Schalke oder ist es eine Ente? Ja, das wollte ich gar nicht wissen. Ja, aber ich. Okay. Bei gut. Mir hat er nicht zurückgeschrieben. Ja? Herr Klopp, um die Klammer noch kurz zum Anfang der PK zu ziehen. Insgesamt gibt es 4 deutsch-englische Duelle in der Champions League Gruppenphase. Der erste Teil ist, was macht für Sie das Besondere aus an diesen Duellen, an den deutsch-englischen? Und zweite Frage, wie beurteilen Sie die Wahl von Franck Ribéry gestern Abend? Den besonderen Reiz deutsch-englischer Duelle? Puh, ja. Also deutsch-englische Duelle grundsätzlich im Sport haben jetzt für mich nicht immer so eine Riesenbrisanz, aber das ist, ich glaube, ja, es ist einfach Namen, die klingen. Also das ist ja so eine außergewöhnlich gute Fußballmannschaft, die da in England sich rumtreiben, mal im Spitzenbereich. Naja, ob das Chelsea, Arsenal, die beiden Mannschaften aus Manchester sind, das ist sagt natürlich einiges aus. Wenn ein Verein wie Tottenham oder wie Liverpool da eben nicht in die Champions League reinkommt, dann zeigt das einfach, wie unglaublich stark diese Liga ist. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, sie können nicht mehr, also viel besser kann es nicht werden, dann holen sie, werden noch mal ein paar Jungs verpflichtet und auf einmal, man kann im Vorfeld kaum einschätzen, wie groß die Qualität ist. Der einzige Vorteil ist, dass sie auch nur mit 11 anfangen dürfen, aber die haben eine unglaubliche Kaderbreite überall und das macht schon mal sportlich so eine extreme Herausforderung. Und ansonsten ist es einfach traditionell extrem reizvoll, ja, sich mit Menschen und Fußballern zu messen, die aus einem Land kommen, die ähnlich fußballverrückt ist wie das eigene. Und das macht es aus. Alle gucken drauf, alle wollen da mal spielen, jeder möchte die Atmosphäre genießen. Bei mir hat es ungefähr so 9/10 meines Lebens musste ich warten, bis ich irgendwann mal in England dabei sein durfte. Und bin ich enttäuscht worden. Das ist schon außergewöhnlich. Ich finde es hier besser, atmosphärisch, das ist so. Ich dachte früher, es wäre anders, aber es ist so, wenn man es da mal erlebt hat. Aber es ist wirklich cool. Also das ist auch richtig Fußball und wenn Sonntagmittags nichts Besseres kommt, dann bin ich ständiger Begleiter des englischen Fußballs und gucke das gerne und oft und bin von der Qualität immer wieder beeindruckt. Ja, dementsprechend, das sind ganz, ganz spezielle Duelle. Frage 2 war? Franck Ribéry. Franck, ja. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Das muss man schon mal sagen, wer 3 Titel gewonnen hat und das in dieser Art und Weise, dann ist das natürlich, jetzt, ich finde jetzt, irgendwie hat man, wenn man dann zurückblickt, es gibt zwar diese Verletzung von Lionel Messi, aber wenn man dann mal kurz drauf zurück, hat man das Gefühl, okay, natürlich können das auch werden, aber da seine Highlight-Spiele waren trotzdem dabei, seine außergewöhnlichen Quoten waren auch dabei, Cristiano Ronaldo ist da, ja, natürlich auch immer ein Kandidat, aber Franck Ribéry, und das sollte man nicht völlig außer Acht lassen, hat 3 Titel gewonnen mit seiner Mannschaft und die Konstanz, mit der er zu Werk gegangen war, glaube ich, war auch erstmalig in seiner Karriere so und dafür kann man dann schon auch mal belohnt werden. Also Glückwunsch dazu. Harald Grundmann. Jürgen, der Dragoslav Stepanovic wird heute 65 Jahre alt. Der HR hat mich gebeten, dir diese Frage zu stellen, weil er auch Studiogast ist am Sonntag bei denen. Ihr seid ja ein Stück eures sportlichen Weges gemeinsam gegangen. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Ein Jahr war Steffi mein Trainer. Das fühlt sich an wie 10. Einer der besten Typen im Fußball, die ich so kennengelernt habe. Klasse Kerl, richtig guter Mensch auch. Also wir haben viel Spaß gehabt in dem Jahr, obwohl er ein halbes Jahr lang mich komplett übersehen hat. Hat er nicht irgendwo jetzt ein Interview gegeben, wie er mich entdeckt hat? Also Steffi, gut, du bist jetzt 65 und Glückwunsch zum Geburtstag erstmal, aber das ist nicht richtig. Ja, wir alle mussten ihn gemeinsam überzeugen, dass ich doch mehr kann als nur gerade auslaufen. Und ich war eigentlich schon wieder unterwegs zu einem anderen Verein und da hat Steppi mich doch mal eingewechselt.
Also das war eher zufällig, dass er dann auch mitgekriegt hat, dass ich kicken kann. Aber so haben wir uns immer sehr gut verstanden. Also seitdem. Das ist wirklich richtig gut. Und einer der außergewöhnlichsten Kerle. Und es waren die besten Siegesfeiern, die ich vorher erleben durfte, nach jedem verdammten Sieg in der Hessenliga. Und wir haben eine echt gute Mannschaft gehabt. Wir sind Meister geworden und haben wir in einer Sachsenhäuser Kneipe, mussten wir feiern. Präsident war damals Wolfgang Steubing. Ja. Gerd Trinklein war Manager. Scheppe Kraus war auch immer dabei. Und Bernd Nickel, Dr. Hammer. Die waren alle immer dabei. Und die Spieler haben immer Geld bekommen für Taxifahren. Und zwar hin so in die Buchscha und weg von der Buchscha. Haben wir auch gebraucht. So, ja. Und danach habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ja. War leicht geschädigt, aber habe es doch noch hingekriegt. Nee, war gute Zeit. Richtig gute Zeit. Ja. Ja. Wir wohnen ja Sonntag ganz in der Nähe. Ja, ja, der Steppi hat bei einer, ach, Sonntag, ja, das stimmt. Nee, und Steppi hat zu mir gesagt, muss ich überlegen, weil ich auf so einer Feier habe ich eine Zigarette in der Hand gesagt, ich glaube, hätte ich gewusst, dass du rauchst, hättest du gespielt von Anfang an. Bist du Lieblingsspieler von meiner Frau und meiner Tochter? Kann ich dich trotzdem nicht bringen? Beim Hallenturnier sind wir hingegangen, genau, fällt mir gerade ein. Wir sind alle da und ich habe mit der Sportler gesagt, Kloppo, kannst du spielen in der Halle? Sag ich, klar. Sagt er, aber heute nicht. Ja, das war Steffi. Danke nochmal, Steffi. Ja. Weitere Fragen? Nee. Ja, Stefan, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber du nochmal. Jürgen, du hast den Kevin angesprochen. Er hat selbst vor 4 Wochen in einem Interview gesagt mit Spox, dass er immer noch Kontakt hatte zu Spielern, zu dir auch in den letzten Jahren. War das andersherum auch so? Hast du auch seine Spiele beim AC Mailand immer mal wieder angeschaut und hattest du jetzt auch tatsächlich Kontakt zuletzt zu ihm? Wie sah das aus? Ja. Also ich dachte, wir hätten Kontakt. Aber heute Morgen habe ich nur geschrieben, mach mal um 11:01 habe ich die Schalke. 8 Fragezeichen und kam nichts. Ja, brauchst dich nicht schämen, alles gut. Ja, na klar, wir haben Kontakt gehabt, das ist war ein guter Typ. Bis heute Morgen. Ja, ich bin echt überrascht, also unterschiedliche Dinge, die mich da überraschen. Wo nimmt Schalke die Kohle her, was ich und ja, und warum? Also Kevin, ist beim AC Mailand. Ich fand, er sah glücklich aus vorgestern, als er die Tore bejubelt hat. Aber vielleicht war ihm die Gruppe zu stark, die andere. Er wollte nicht gegen Barcelona spielen, dachte, ich muss noch irgendwie in eine andere Gruppe kommen, dass ich die. Und dann ist die Wahl allerdings nicht schlecht gewesen. Gut, ich kann ja nichts so sagen, ich bin echt überrascht gewesen. Also ich dachte auch, mein Sohn hat mir das geschrieben, ob das stimmt, kann ich mir nicht vorstellen, war meine erste Reaktion. Und dann, ja, jetzt müssen wir mit den Tatsachen umgehen. Ja. So spielt das Leben manchmal. Aber er fand uns gut bis vor kurzem. Fand er uns recht gut, ja. Aber das hat der Philipp ja auch, also dementsprechend ist er. Wir haben ja auch mit Metze gute Erfahrungen. Wir helfen ja immer gern. Genau. Ja, haben Sie die Frage noch auf den Lippen? Gut. Nochmal zu Boateng. War das eine Personalie, mit der man sich im Sommer in irgendeiner Form beschäftigt hat? Nee. Ja. Jo. Gut. Gibt es weitere Fragen? Nee. Nein, sehe ich nicht so. Danke für die etwas ernstere Pressekonferenz heute und eine gute Anreise nach Frankfurt.